Mareike, ich weiß, du bist zurzeit viel beschäftigt und es dreht sich viel um das Thema Sicherheit und Hygiene. Und du machst, ich sage mal ganz schlicht und ergreifend, auch den Mund auf oder du redest nicht jedem nach dem Mund, um was es tatsächlich geht. Das ist für dich auch gerade so eine Sache. Vielleicht sollten wir es auch mal einführend sagen, wenn wir jetzt gleich uns über das Thema Hygiene und Sicherheit unterhalten. Du kriegst dieser Tage auch immer mal wieder härtere Diskussionen mit Hoteliers. So ist es, ja, das stimmt. Ja, tatsächlich ist es gar nicht so schlecht, wenn wir damit starten, weil, wie viele ja schon wissen, also der eine oder andere kennt mich ja schon, bin ich unabhängig von der Industrie und beschäftige mich natürlich massiv mit dem Thema Hygiene und nicht nur erst seit Corona, sondern auch schon davor. Vielleicht sage ich auch kurz, vielleicht für den einen oder anderen, der mich nicht kennt, aus welchem Bereich ich komme. Also ich komme aus der Hotellerie, habe das alles operativ gelernt und habe mich natürlich extrem auf das Thema Housekeeping spezialisiert, weil es einfach meine große Leidenschaft ist, also auf den Reinigungspart. Habe da auch eine große Mission, auch für in diesem Bereich für Aufklärung zu sorgen, schon vor Corona. Bin eben auch als Fachwirtin für Reinigung und Hygienemanagement ausgebildet und unter anderem eben auch für Hygiene, also als Hygienebeauftragte Pflegekraft in klinischen und pflegerischen Einrichtungen. Das habe ich freiwillig gemacht, aufgrund der Leukämie meiner Mutter vor 8 Jahren. Also wir haben uns da einfach halt schon generell in der Familie immer viel mit Mikrobiologie beschäftigt und mein Mann arbeitet im Krankenhaus, momentan an der Notaufnahme. Also wir sind mit diesem Thema sehr, sehr vertraut und bewegen uns da eben auch immer wieder in diesen Themen. Und wir versuchen das sehr viel mit logischem Menschenverstand, so wie eben auch mit unserem Partner, mit FIGR, eben unserem Partner in der Akademie, versuchen wir halt wirklich auch dafür Aufklärung zu sorgen, weil der Martin Lutz, der prüft mit seinem Team verschiedenste Geräte schon vor Corona. Also das heißt, alle Reinigungsgeräte, die auf den Markt kommen, gehen bei ihm durch und er sagt sozusagen, ist das okay oder ist es nicht okay. Also wir sind da extrem stark in dieser Materie drin. Und die Hoteliers, die wollen natürlich alle eine schnelle Lösung haben. Also bitte das jetzt nicht persönlich nehmen. Also ich spreche ganz generell. Nehmt einfach das mit, was ihr hier rauskriegt. Und es ist tatsächlich eben so, dass es eben um schnelle Lösungen gehen soll, weil wir eben alle denken, oh Gott, Corona. So, aber die Wahrheit ist einfach, dass es gar nicht so viel anderes zu tun gibt. Fakt ist einfach, dass die Hotellerie leider über viele, viele Jahre diesen Bereich extrem vernachlässigt hat und jetzt durch Corona das alles auf die Füße fällt. Und wenn man aber sich mit dem Thema stark beschäftigt, dann ist es gar nicht so vieles anderes, was wir tun müssen. Und deswegen mache ich da einfach meinen Mund auf und dann kommt halt auch der ein oder andere und sagt, hey, woher nimmst du eigentlich all diese Informationen? Hast du irgendwelche Gegenstudien gemacht? Nein, ich habe keine Gegenstudien gemacht. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich mit diesem Thema sehr intensiv und auch mit logischem Menschenverstand. Das war jetzt tatsächlich etwas andere Einführung, denn normalerweise hätte ich dich, nein, nein, das ist alles in Ordnung. Normalerweise, ich habe ja vor 2 Wochen mit dir schon mal an anderer Stelle ein Interview geführt, sage ich, du bist diejenige, die propagiert, weniger ist mehr. Genau. Also ich glaube, das ist dann auch so ein Thema, dass du und deswegen hören man viele dir gespannt zu und stellen es vielleicht auch manche in die Frage. Du sagst eigentlich grundsätzlich, das hast du auch vor einem Jahr schon gesagt, als es zum Restart ging, es wird oftmals mit Kanonen derzeit eigentlich geschossen, wenn es um Sicherheit und Hygiene geht. Korrekt. Genau. Ja. Also weniger ist mehr zum Beispiel. An was kann man es festmachen? Dass hier irgendwelche 6-seitigen, 8-seitigen Hygienerichtlinien plötzlich aufgeführt werden und dass in jeder hintersten Ecke 7-mal am Tag geputzt wird, steht in den Hygienerichtlinien. Aber normalerweise sind Dinge gar nicht notwendig. Also dass du plädierst auch immer ein bisschen dafür, dahingehend zu überlegen, was ist wirklich notwendig, um was geht es bei dieser Pandemie und was wird vielleicht auch zu viel aufs Papier geschrieben und dann gar nicht berücksichtigt und dann ist der Schaden eigentlich noch viel größer oder das Problem noch viel größer. Ja, also es ist natürlich vor einem Jahr wussten wir das alle noch nicht so ganz genau, was ist denn das jetzt für ein Virus, aber mittlerweile sind ja die Erkenntnisse schon viel, viel weiter. Und tatsächlich geht es wirklich in erster Linie darum, richtig professionell zu reinigen und nicht einfach nur sämtliche Geräte aufzustellen oder wirklich hier alles tot zu desinfizieren, also wie in klinikartigen Zuständen. Das brauchen wir in diesem Fall nicht. Ich spreche jetzt hier übrigens nur hier über die Hotelzimmerreinigung, also ich spreche jetzt nicht vom Wellnessbereich, weil ich weiß, dass wir hier auch einige Wellnessbereiche hier mit dabei haben. Also ich beziehe mich hier gerade jetzt auf die Aussagen beziehen sich jetzt auf die Hotelzimmerreinigung oder auf die Reinigung der öffentlichen Bereiche.
weniger ist mehr. Und selbst wenn man desinfiziert, weil jetzt zum Beispiel neulich hat eine Hoteldirektorin zu mir gesagt, ja, aber Mareike, DEHOGA und Co., BGN und alle, die sagen, wir müssen desinfizieren. Nee, die empfehlen das, weil sie es halt auch leider nicht besser wissen, beziehungsweise keiner will schuld an etwas sein. Das heißt, deswegen wird halt alles propagiert und gemacht und getan, und die Industrie hat natürlich eine extreme Marketingkraft. Und dadurch, dass wir eben auch durch die ganzen Geschichten, die wir in den Medien hören, wirklich auch mit Angst geschürt sind, will sich halt jeder irgendwie absichern. Und wenn wir aber unsere Hausaufgaben machen und wirklich richtig gut reinigen, und mit richtig gut reinigen meine ich tatsächlich mit gutem Equipment, wirklich auf das Haus abgestimmt, auf die Prozesse, weil nicht jedes Haus ist gleich. Und wenn wir all das richtig machen würden, sprich auch, natürlich sagen jetzt viele, sagen immer, hey Mareike, du verkaufst Schulungen. Natürlich, aber Schulungen in Mitarbeiter haben noch nie geschadet. Und das Hauptproblem ist tatsächlich, dass die meisten in der Hotellerie, die eben in der Reinigung arbeiten, gar nicht in der Reinigung ausgebildet sind. Das ist nämlich das Hauptproblem. Wir arbeiten mit Quereinsteigern, oder auch ich, als ich Hotelfachlehre gemacht habe, vor keine Ahnung wie viel Jahren, wir haben das nicht gelernt. Wir sind super gut ausgebildet in, ja, wir können gut kochen, also vorausgesetzt, wir haben eine Kochlehre gemacht, wir können gut servieren, wir sind herzliche Gastgeber, aber in der Reinigung sind wir massiv schlecht ausgebildet, und nicht umsonst gibt es 3 Jahre Gebäudereinigungslehre. Das heißt, putzen kann jeder, ja, aber eben fachlich professionell reinigen, sodass keine Schäden entstehen, sodass jeder weiß, was da drin ist, wie man das anwendet, warum man Einwirkzeiten braucht oder was auch immer. Also es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich das alles erzählen würde. Aber halt, wenn man tatsächlich weiß, auch was für ein Virus das ist, dann muss man gar keine Angst haben und kann eben ganz normal alles handeln. Und eben nicht alles tot desinfizieren, weil dadurch schädigen wir all unser schönes Inventar und natürlich auch unsere Mitarbeiter. Jetzt wissen wir, bei den Top 250 Tageshotels, ist das nicht mal eine Unterstellung, aber ich glaube, da wird ja sehr professionell, wurde schon vor der Krise gearbeitet. Und hat wahrscheinlich jeder trotzdem seine Schwachstelle, wo er sagt, okay, ich glaube, da hätten wir auch besser sein können, etc. Aber jetzt nehmen wir mal diese Reinigungsanforderung von vor der Pandemie zu jetzt. Wo sagst du, es sind wirklich Bereiche, wo du sagst, da ist mit dieser Pandemie was dazugekommen, und das ist auch wirklich wichtig, dass ihr an der Stelle aufpasst, aufmerksamer seid als früher, Dinge zusätzlich macht. Ja, muss ich auch noch mal kurz ausholen. Wir haben natürlich in der Hotellerie und auch selbst in der Gebäudereinigung haben wir keine einheitlich vorgegebenen Reinigungsstandards. Da sind wir hinter den Kulissen, sind wir da auch mit Politikern dran, für einheitliche Reinigungsstandards zu sorgen. Aber das ist noch leider ein sehr, sehr weiter Weg. Was wir auf jeden Fall beachten müssen, sind natürlich die kritischen Kontaktpunkte. Das hat natürlich jeder jetzt auch gehört. Ja, also wir brauchen halt für die ganzen Kontaktflächen, die eben von vielen Menschen berührt werden und wo man auch nicht immer gegeben hat, dass man da, also dass nicht sofort wieder jemand dasteht und drüber wischt. Ich sage das jetzt ein bisschen salopp. Brauchen wir einfach einen erhöhten Reinigungsturnus. Das kann man natürlich mit Desinfektion machen, aber ganz ehrlich, es reicht auch, wenn man einfach nur erhöht reinigt, also sprich nicht desinfiziert. Und wenn man das eben mit den entsprechenden Mikrofasertüchern und auch mit den entsprechenden Tuchfaltmethoden macht und auch mit dem Tuch abwerfen, also sprich nicht ein Reinigungstuch für alles hernehmen. Ich glaube, das haben mittlerweile alle verstanden. Das war aber tatsächlich vor Corona nicht so. Also vor Corona war es tatsächlich so, dass eben gerade auch an Mikrofasertüchern etc. gespart wurde. Also keine Sorge, ich will jetzt hier nicht alle, also nicht die gesamte Hotellerie hier irgendwie abstempeln, als dass es schlecht ist, aber wir kriegen das ja mit. Und es ist tatsächlich die Mehrheit, also wirklich die Mehrheit, hat es eben noch nicht begriffen. Hygiene war immer ein Kostenfaktor, was ich natürlich verstehen kann. Aber man kann auch wirklich, wenn man weiß, auf was es ankommt, braucht man nicht Unmengen von Geld ausgeben. Man hat ein Invest in der Anschaffung, aber dann funktioniert es eben auch gut, wenn eben jeder weiß, was zu tun ist. Also es ist nicht jetzt so ein Dauerhygiene-massives Thema. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch, wenn ich das an der Stelle sage, natürlich auch ein Thema, wie gut bezahlen wir eigentlich unsere Leute? Ich hatte in den letzten vergangenen Wochen wirklich mehrere Gespräche, wo es hieß, naja, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter ausbilde, dann muss ich die besser bezahlen. Oder wenn ich sie ausbilde, was ist, wenn der denn dann geht? Und das war vor ein paar Wochen.
Also, also ich weiß, jetzt hier sitzen jetzt natürlich die Guten und die, die in solche Gespräche verwickelt sind, die wären hier bei diesen Runden gar nicht dabei. Aber ich möchte einfach nur darauf hinweisen, hier passiert total viel. Vor allem auch, Rainer, du musst mich unterbrechen, ja, aber ich will noch einen Satz loswerden. Ja, ich darf so viele loswerden jetzt. Ich habe im Januar habe ich ja die Housekeeping Community gegründet. Das bedeutet, hier treffen sich Housekeeping Manager. Alle 14 Tage treffen wir uns so ein bisschen in, na, nennen wir das in lockerer Stammtischatmosphäre, aber eben sehr konstruktiv. Und da wird eben nicht nur, also am Anfang war es natürlich sehr schleppend und ein bisschen jammern, so alle hatten natürlich ein Low. Und jetzt mittlerweile ist es sehr konstruktiv passiert. Also wir sprechen hier wirklich über Themen, was beschäftigt uns, wie können wir auch unseren schönen Job irgendwie aufwerten. Wir werden auch demnächst eine Kampagne dazu starten, weil ganz, ganz viele, vor allem auch Housekeeping-Manager, gerade seit einem Jahr in Kurzarbeit sind und eben nicht rankommen und die Leute wirklich abwandern. Also wir haben hier massive Probleme. Vor allem, wenn wir jetzt gerade, also wir arbeiten ja auch in der Schweiz, unter anderem in Privathaushalten, wenn man sieht, was da bezahlt wird. Also wir müssen schauen, dass wir unsere Leute irgendwo bei Laune halten und sie irgendwie trotz all den, also ich weiß, dass es schwierig ist und kostenintensiv und so, aber bitte schaut, dass ihr die guten Leute nicht abwandern lasst. Ich habe gerade letzte Woche, haben wir wieder einen Housekeeping-Manager verloren, der blüht für das Housekeeping, der ist leider aus der Branche rausgegangen, weil er eben ein Jahr in Kurzarbeit ist und keine Perspektive mehr sieht. Also da passiert total viel und bitte, bitte bleibt da dran. Zieh vielleicht eine andere Frage vor oder schieb da mal rein, die passt da vielleicht so ein bisschen auch mit dem Invest, den wir gerade haben. Nicht wenige Häuser setzen auch auf Zertifikate oder auf Lehrgänge für Sicherheitsbeauftragte in diesen Wochen. Ich denke, du hast da wahrscheinlich eine ähnliche Meinung, dass das wahrscheinlich teilweise auch mit zu viel Aufwand eigentlich nach dem Thema geschossen ist. Ja, also ich habe mich mit vielen auch in dem Bereich unterhalten und es ist tatsächlich so, wir versuchen halt alle jetzt etwas zu tun, damit auch der Gast sieht, dass wir was tun. Weil die Gäste natürlich sagen, hey, jetzt muss ich aber was verändert haben, jetzt müssen wir aber sehen, dass da was getan wurde. Ich bin ein Freund von gut ausgebildeten Menschen und nicht einfach irgendwelchen Zertifikaten. Also wir hatten das auch, wo ich angerufen wurde und sagte, ja, Frau Reis, können Sie nicht mal einen Tag vorbeikommen und dann kriegen die ein Zertifikat, dass wir hier in Hygiene geschult haben. Nee, mache ich nicht. Also für kein Geld der Welt. Nein, es geht darum, die Menschen langfristig wirklich ihnen bewusst zu machen, was für eine hohe Verantwortung sie haben, dass sie dafür zuständig sind, Keimverschleppung zu vermeiden, dass ihnen die Angst genommen wird, dass sie auch wirklich wissen, was denn dazugehört. Also wir haben ganz viele verschiedenste, in anderen Instituten haben wir zig Ausbildungen, sondern kommen die Leute zurück und sagen, ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich richtig jetzt tun soll. Also das ist eine Maßnahme, die ist okay, aber die muss halt langfristig weiter verfolgt werden. Dazu denke ich, passt aber vielleicht auch, es ist schon aber auch wichtig, Reinigung und Hygiene, das, was die Mitarbeiter machen, bewusst sichtbar zu machen. Also nicht irgendwo zu verstecken im Hotel. War ja früher dann auch mal so, naja, zu gewissen Uhrzeiten vielleicht nicht so viel Betrieb, was Reinigung betrifft, im Rezeptionsbereich oder ähnliches. Das ist jetzt eigentlich momentan, wenn ich das dann so als Folgerung rausziehe, gar nicht schlecht, wenn Gäste sehen, okay, da ist regelmäßig jemand und die geben sich Mühe und es sieht sehr ordentlich aus, wie die reinigen. Ja, also es ist tatsächlich so. Früher war es so, die Gäste sollten nicht auffallen. Die Gäste, nein, die Mitarbeiter, Mama Ja. Mia, die Gäste Bei natürlich. den Gästen nicht Frei auffallen, ja. bewegen, war lauter. Nee, aber in vielen Häusern ist es ja auch so gewünscht. Also es gibt ja immer noch heutzutage Gäste, die das ganz schlimm finden, wenn man irgendwelche Reinigungskräfte sieht. Da frage ich mich echt, in welchem Jahrhundert man lebt. Aber da habe ich einfach eine andere Haltung dazu. Egal wie reich oder sonst was man ist, also ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Reinigung sichtbar werden muss. Und es ist aber auch ein großes Problem für die Reinigungskräfte selbst, weil ganz viele wollen gar nicht so sichtbar sein, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, weil sie auch mental vielleicht da ein Problem haben, so nach dem Motto, hey, ich reinige doch bloß. Vielleicht in dem Land, wo ich vorher war, habe ich einen krassen anderen Job gemacht, keine Ahnung, war ich Anwalt oder was auch immer. Und komme aber nach Deutschland, bin der Sprache nicht 100% mächtig und fange halt an, um mir ein neues Leben aufzubauen. So, und manche schämen sich auch für diesen Job. Jetzt haben wir, also da haben wir extrem viel mentale Arbeit gerade zu leisten. Und wir müssen aber die Reinigung sichtbar machen. Das bedeutet aber auch, dass dieser Mensch, der das ausführt,
ordentlich gekleidet sein muss, ein richtiges Equipment haben muss, nicht irgendwelche abgeklebten Staubsauger oder ja, keine Ahnung, ich bringe immer das Beispiel, weil es einfach so ein schönes Beispiel ist, dieses rote Mikrofasertuch. Das gehört einfach zur Toilette. Und das wissen die Gäste mittlerweile auch. Wenn du aber in der Lobby sitzt und als Gast zuschaust, so einer Reinigungsfachkraft, und siehst dann, wie sie mit einem Mikrofasertuch in roter Farbe irgendeinen Tisch abwischt, dann kriegst du die Krise. Ja, jetzt sind, also die meisten Gäste haben sich da halt mittlerweile auch informiert. So, was heißt das? Also es heißt, die Reinigungsfachkräfte müssen wirklich genau wissen, was zu tun ist, was zu lassen ist. Und eben, wenn du halt da sitzt, hast du halt Zeit und kannst halt viel beobachten. Also das Gesamte, ich sage immer, der Reinigungswagen, die Erscheinung ist einfach unsere Visitenkarte. Jetzt habe ich ja den Vorsprung, dass wir uns vor 14 Tagen auch schon mal unterhalten haben. Und da weiß ich auch, dass du einen großen Wert darauf legst und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass die Dinge, die aber gemacht werden in einem Hotel oder auch nicht gemacht werden, erklärbar sein müssen. Und zwar nicht nur durch den Chef, sondern durch diejenigen, die es anwenden oder auch durch die Rezeption. Du hast ja auch wunderbare Beispiele geliefert. Das will ich dir belassen, glaube ich, dass ein Hotel nicht sauber genug gerochen hat oder zu sauber gerochen hat oder. Ja, tatsächlich sind da etliche Beispiele. Also wir hatten neulich eine Rezeptionistin, die gefragt wurde von einem Gast, ja, wie macht ihr das denn mit den Legionellen? Was tut ihr dafür? Sondern sie stand da und konnte nicht antworten. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass wir auch unsere anderen Abteilungen auch involvieren müssen, was da eigentlich gerade alles passiert, weil der Gast kann ja, dem ist es ja egal, wen er anspricht. Wenn er seine Frage loswerden will, dann nimmt er halt den, der ihm gerade über den Weg läuft. Und was ich meine, oder was du gerade auch angesprochen hast mit dem Geruch, es ist so, also wir hatten, als es letztes Jahr wieder aufging, da hatte ich einige Betriebe aus Sylt betreut und die haben wirklich erzählt, wie sie überrannt wurden und dass dann Gäste tatsächlich an der Rezeption standen und wirklich so mit der Nase so in die Luft geschnüffelt haben und gesagt haben, ja, hier riecht es ja gar nicht nach Desinfektionsmittel, ihr habt hier gar nicht richtig gereinigt. Und die wollten natürlich den Preis drücken. Solche hast du halt immer mal wieder, zum Glück nicht immer. Aber das ist natürlich sehr frustrierend und andere sagen halt, ja, hier riecht es ja gar nicht nach Chlor. Also je nachdem, aus welcher Kultur die Leute kommen, haben die ein anderes Sauberkeitsverständnis. Beim einen muss es nach Rosen duften, beim nächsten muss es nach Chlor duften, der andere möchte einen ganz komplett neutralen Geruch. Also das ist halt alles subjektiv. Und heißt im Klartext, ich muss einfach nur erklären können, warum es bei mir so riecht oder warum ich das so mache oder warum ich etwas auch nicht mache. Das ist dann relativ wichtig. Ja. Genau. Und wichtig ist tatsächlich auch zu erklären, warum man etwas nicht macht. Weil wenn wir jetzt gerade, wir haben in einigen Betrieben, die haben das Desinfektionsmittel eben nicht genommen für die neuralgischen Punkte. Also die reinigen halt extrem gut. Also die machen natürlich haben den anderen Fokus. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gar nichts tun. Und die haben aber in den Flaschen, haben die halt einfach nur ganz normales, zum Beispiel tensidhaltiges Reinigungsmittel drin. Und arbeiten halt genauso, geben das auf das Tuch auf und reinigen das halt dann mit dem Tuch. Und da fragt aber kein Mensch nach, ob da Desinfektionsmittel drin ist oder nicht. Also was ich damit sagen will, ist, wenn man trotzdem reinigt und eben ersichtlich ist, dann fragt auch niemand nach, wenn das alles passt. Sobald aber ein kleiner Mini-Punkt ist, dann fragt man nach. Mir geht es übrigens genauso. Also wenn ich in ein Hotelzimmer einchecke, weil alle sagen immer, ja Mareike, du wirst ja komplett das ganze Zimmer auseinandernehmen. Nee, tue ich nicht. Wenn ich reinkomme in den ersten Bruchteilen von Sekunden, ich öffne die Türe, habe ich sofort dieses, und also es läuft ja unterbewusst, dieses Gefühl, ich fühle mich hier wohl, dann entspanne ich mich, dann laufe ich auch barfuß, habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Wenn es aber in den ersten Bruchteilen von Sekunden irgendwas gibt, wo ich sage, nee, fühle ich mich nicht wohl, dann schaue ich natürlich nach. Wir haben vorhin ein bisschen gesagt, wir klammern mal das Thema Wellnesshotels oder Wellnessbereiche aus, aber wir sind natürlich jetzt hier alle auch Tagungshotels. Gibt es einfach jetzt auch Dinge, wo du sagst, naja, wenn der Tagungsbereich wieder aufmacht, auch da gab es ja ganz viele Ausprägungen nach dem ersten Restart von in jeder Pause fange ich an, jeden Arbeitsplatz zu reinigen, obwohl es eigentlich die gleichen Teilnehmer wieder da sitzen. Was sind jetzt einfach runtergebrochen, die Dinge, wo du sagst, naja, das wird und ist im Tagungsbereich auf jeden Fall ein sinnvoller Mehraufwand zu einem Restart. Also Kaffeepausenzonen oder Lüftung, was wir alle wissen. Ja. Also wo würdest du sagen, okay, das sind die unabdingbaren Mehrs, die man jetzt eigentlich auf jeden Fall berücksichtigen sollte?
Es ist total banal und ich musste auch echt alle leider enttäuschen, dass es hier nicht das mega Neuerungen gibt. Was das Wichtigste, was ist, ist, dass die Menschen, also die Teilnehmer, dass die die Abstände einhalten, dass wir ordentlich lüften, dass also im Tisch, wo der gleiche Mensch sitzt, den brauchen wir nicht dazwischen desinfizieren oder reinigen. Das ist doch Blödsinn. Das also brauchen wir nicht, weil es sitzt ja der gleiche da. Was wir machen müssen, ist vielleicht die Toilettenbereiche etc. einfach einen erhöhten Tonus zu geben oder auch je nachdem, wo die Kaffeepausen aufgebaut sind. Ich weiß jetzt nicht, wie jeder das einfach gehandelt hat. Da einfach sichtbar einen Menschen, der da eben sichtbar öfters mal durchläuft. Aber tatsächlich wirklich mehr machen müssen wir nicht. Wir müssen einfach ordentlich vorher reinigen die Sachen und zwischen den Gruppen natürlich müssen wir dann auch reingehen. Aber ich glaube, das Thema ist ja eigentlich momentan gar nicht gegeben, weil wir diesen Wechsel gar nicht machen können. Und auch das Thema Lüften ist halt einfach das A und O. Diese ganzen Luftreiniger, das ist alles nur, wie soll ich sagen, es ist ein Zusatz, aber es ersetzt es einfach nicht. Und warum ich so extrem gegen Luftreiniger bin, ist Folgendes. All diese ganzen Studien, die da passieren, passieren unter den besten Bedingungen. Und um diese Geräte so aufzustellen, zum Beispiel, also zum Beispiel in langen Räumen haben wir da eh ein Problem. So, und wenn wir aber in quadratischen Räumen sind, dann muss das an der längsten Seite an der Wand platziert werden und der Luftstrom geht halt so praktisch hoch an der Wand, oben rüber, wieder runter und da wieder rein. So, und wenn da aber nur eine Lichtquelle dazwischen ist oder eine Wärmequelle von Form von Menschen oder was auch immer, dann ist dieser Luftstrom wieder anders. So, und um wirklich alles berücksichtigen zu können und dass sie wirklich wirken, brauchen wir mehrere Geräte, dann haben wir wieder diesen Geräuschpegel und so weiter und so fort. Also ich will einfach nur sagen, das ist nett, das ist ein Zusatz, aber es ersetzt alles andere nicht. Und was ich tatsächlich in den Gesprächen gerade erlebe, ist Folgendes. Viele sagen, ja, wenn wir dann alle geimpft sind und wenn wir dann die Luftreiniger haben und dann haben wir die Desinfektionsspender, so, dann müssen wir alles andere gar nicht mehr so dolle machen. Nee, und das ist eben falsch. Und das ist halt das Thema. Es heißt immer, wir sprechen immer alle von den mündigen Bürgern, aber wir sehen ja gerade, wie mündig alle sind oder viele sind, ja, nicht alle, um Gottes Willen. Und das Hauptproblem ist aber tatsächlich, es wird halt dann wieder gesagt, ja, wir haben ja das installiert, dann können wir die anderen Sachen wieder runterfahren. Und das ist halt das Fatale, was eben nicht passieren darf. Also die Grundhausaufgaben. Ich weiß, es ist total banal. Heißt also im Umkehrschluss, solange es nicht irgendwie vorgeschrieben wird, wir wissen ja nicht, was noch an Vorschriften kommt in Sachen Luftreiniger, würdest du sagen, lasst es lieber weg und konzentriert euch auf die anderen Dinge, die bringen wahrscheinlich deutlich mehr und wichtiger ist auch, sich auf diese Dinge auf Dauer zu konzentrieren. Korrekt, genau so ist es. Solange das nicht Vorschrift ist, würde ich tatsächlich in andere Geräte investieren, da sprechen wir ja auch noch nachher drüber. Es ist wirklich total banal und sollte Luftreiniger Pflicht werden, dann falle ich echt vom Glauben ab. Also da frage ich mich dann, wo ist dann wieder der Lobbyismus und wer sitzt dann tatsächlich wieder geldtechnisch am längeren Hebel? Gehen wir noch zu einem anderen Hardware-Teil, bevor wir wahrscheinlich zur sinnvollsten Empfehlung kommen. Erstmal das Thema UV-Licht. Hast du da eine ähnliche Meinung und auch Erfahrungswerte? Was kannst du da so ein bisschen berichten? Naja, bei UV-Licht ist es halt so, UV-Licht ist halt auch, also muss halt geschlossen sein. Du darfst halt, das ist halt schädlich für uns auch. Und es ist genau das gleiche Prinzip. Also all diese ganzen Luftreiniger, egal ob Filtertechniken, ob UV-Licht, ob Ion oder Ozon oder was auch immer, die sind, also wenn ihr die Luft, wie soll ich sagen, ein Raumklima besser machen möchtet, dann ist es nur über HEPA-Filter möglich. Aber die sprechen ja immer nur über Aerosole, über Viren, bla 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 und so weiter und so fort. So, aber der Coronavirus, wenn man ihn anschaut, der ist viel, 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 viel kleiner. Das heißt, man braucht mehrere verschiedene Filtertechniken hintereinander, um überhaupt dieses Lufttröpfchen oder diesen Kern wirklich aufzufangen. So, und dann haben wir aber auch noch das Thema, es gibt Filtertechniken, die können sich aufheizen auf 100 Grad. Weil das ist ja auch eine Keimschleuder, was dann da drin passiert und was ja auch wiederum rausgepustet wird. Also wenn die das nicht haben, haben wir halt eine extrem massive Schleuder.
Also mykotische Verkeimung etc. Also da passiert echt mega viel. Ozon ist wirklich gesundheitsschädlich. Wenn wir Ozon mit Ozon arbeiten, da darf kein einziges Lebewesen drin sein. Die Industrie sagt, ja, die Menge ist so total gering. Das ist so vergleichbar mit einem Gewitter. Ganz ehrlich, ich habe nichts davon. Mir ist das total, mir kann es eigentlich egal sein. Aber die Industrie will die Sachen verkaufen. Ich habe mehrere Gespräche mit Industrieleuten geführt hinter den Kulissen. Auch nach meinem Auftritt neulich auf der Messe, dann macht mich da einer an, Entschuldigung, macht mich da einer an währenddessen und also einer, der Luftreiniger verkauft. Und hinterher ruft er mich an und entschuldigt sich bei mir und sagt, ja, Frau Reis, Sie haben ja eigentlich recht. Aber wir wären doch blöd, wenn wir jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen würden. Und da habe ich halt einfach, ey, sorry, dass ich so emotional bin, aber da habe ich einen totalen Hass. Da habe ich so einen Hass, wenn ich sehe, was für Firmen hier gerade aus der Versenkung auftauchen oder eben auch Firmen, die vorher gar nichts mit Luftreinigern zu tun hatten, einfach plötzlich mal eben Luftreiniger verkaufen und dann irgendwelche Studien herziehen. Ja. Da kommen wir aber jetzt vielleicht mal zu was Positivem, was ja, so, wie gerne. Man seine Hygienezulage, die man abrufen kann, einsetzen kann. Und ich würde es auch gleichzeitig zum Anlass nehmen, diejenigen, ich weiß, 2, 3 unter den Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauern haben auch schon im Einsatz. Sie können einfach mal ihre Empfehlungen auch im Chat reinschicken. Es geht um das Thema Dampfreiniger. Das ist etwas, was ja im Grunde genommen, nein? Nee, es geht nicht um das Thema Dampfreiniger. Dampfdiener, oder? Nee. Nee, okay. Es geht um das Thema Mikrotrockendampf. Okay. Das ist ein entscheidender Unterschied. Alles klar. Siehst du, jetzt lerne ich noch mal was dazu in der Begrifflichkeit. Also, Mareike, was hast du da im Grunde? Das ist etwas, wo du immer wieder sagst, es kann eine sinnvolle Investition natürlich auch über eine Pandemiezeit hinaus sein. Genau. Also es ist tatsächlich, es gibt ja noch ein paar mehr Dinge zu beachten. Also jetzt weiß ich, dass viele Betriebe hier bei uns unter anderem auch in puncto Nachhaltigkeit natürlich schon sehr fortschrittlich unterwegs sind. Durch Corona sind wir da ein bisschen auch zurückgeworfen worden. Aber hier geht es wirklich darum, also der Mikrotrockendampfreiniger ist eben kein normaler Dampfreiniger, weil er eben also A, nochmal die ganzen, die Temperatur viel, viel höher hat und auch eben der Dampf eben viel trockener dargestellt ist. Es können aber die Herren der Schöpfung eben von Medeco Cleantech oder Plus Devo können das wirklich sehr, sehr gut erklären. Da bin ich jetzt nicht die Fachfrau und ich vertreibe diese Geräte auch nicht, sondern ich habe die kennengelernt, unter anderem auf einer HSMA-Veranstaltung. Da habe ich mit einem lieben Hotelier die Tanzfläche eröffnet und der sagte mir, Mareike, wir haben diese Dinger gekauft und ich kannte sie nicht. Das ist, ich glaube, 2 Jahre her jetzt. Und der war so begeistert und hat mir das erzählt und ich dachte so, hä, das kann doch gar nicht möglich sein, dass es sowas gibt. Und habe mir die wirklich angeschaut und bin seitdem mega Fan. Und zwar mega Fan, weil es ist Reinigung, also es ist chemiefreie Reinigung, eben mit Mikrotrockendampf. Das bedeutet, wir können überall an alles ran. Wir können Gardinen damit machen, wir können Fernseher damit reinigen, wir können komplett die gesamte Unterhaltsreinigung, also wirklich Zimmer, Sanitärbereiche, öffentliche Bereiche, können wir alles damit eben reinigen. Und es gibt verschiedene Aufsätze. Und wenn wir zum Beispiel, also bei der Desinfektion, brauchen wir eine flächendeckende Desinfektion. Und wenn wir eben einen Aufsatz haben, also so eine längere Bürste zum Beispiel, wo man unten dran ein Mikrofasertuch drüber macht, und wenn man eben langsam über eine Fläche dampft, entsteht auch eine desinfizierende Wirkung. Und also natürlich spielt da wieder Zeit und also man darf jetzt nicht punktuell dahin gehen. Also wie gesagt, wir brauchen eine flächendeckende Desinfektion. Aber das kann man eben mit diesem Gerät abbilden. Wir haben extrem, also es ist ressourcenschonend. Das heißt, wir haben ergonomisches Arbeiten für unsere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter atmen keine Chemie mehr ein. Wir schonen unsere Oberflächen. Was ich an Zerstörungen gesehen habe, weil Reinigungsmittel nicht fachlich korrekt angewendet wurden, geht auf keine Kuhhaut. Also wir haben also eben auch hier unser Inventar geschützt. Und es ist halt ein mega PR-Effekt auch für die Gäste. Weil die Gäste kommen rein und sehen es und sagen, wow, was ist das denn? Ja, kann man übrigens dann auch noch den verkaufen. Also wenn ihr noch ein Zusatzgeschäft machen wollt, dann verkauft ihr den ja noch. Aber also was ich damit sagen will, ist, es ist ein Gerät, was ich in diesen Zeiten als sehr vernünftig ansehe. Natürlich sind die nicht günstig in der Anschaffung, aber die Maschinen kann man ja auch abschreiben. Und momentan, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig alles mitgekriegt habe, in der Ü3 laufen die Dinge ja auch gerade rein. Also wenn, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, vorausgesetzt eben, man kann Ü3 etc. eben in Anspruch nehmen und sich da zumindest ein paar Euro rückerstatten lassen.
Genau. Ich glaube, Genau. die Investition liegt irgendwo bei diesen Geräten, je nach Anbieter. Ich habe jetzt mal nur eine Quelle reingestellt. Da gibt's, also wir haben auch keine, ich habe keine Ahnung, was so die besten oder die Ich kann besseren dazu noch oder was sagen. Also ja. Medeco Cleantech und Blue Stevo, die gehören zusammen. Blue Stevo ist eher im Norden, Medeco ist eher im Süden. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Quelle, die zum Beispiel Thermostar. Thermostar, dieses Gerät habe ich selber nicht ausprobiert. Ich weiß aber anhand der technischen Daten, dass das nicht so viel Leistung hat wie eben der MTC, wie ich ihn nenne, der Mikrotrockendampfreiniger von eben Medeco Cleantech und Blue Stevo. Ich weiß, dass der Thermostat deutlich günstiger ist, aber eher auch im Privatbereich eben eingesetzt wird. Also es gibt einfach unterschiedliche Geräte. Es gibt auch für die Küche dann nochmal mit Starkstrom und alles Mögliche. Da muss man sich tatsächlich eben mit den Jungs da in Verbindung setzen. Da ist es bei Medeco Cleantech ist der Chef der Fritz Pattes und bei Blue Stevo ist es der Wolf Goger. Also das, wie gesagt, die sind super hilfsbereit und kennen sich da auch richtig gut aus. Ich weiß, dass sie auch noch alles mögliche andere verkaufen, von dem ich übrigens nicht begeistert bin, wenn ich das auch mal so sagen darf. Also ich konzentriere mich ganz allein nur auf diese Mikrotrockendampfgeräte. Gibt es aber andere Dinge, von denen du momentan begeistert wärst, um zu sagen, das wäre jetzt noch eine ganz sinnvolle Investition überhaupt in Sicherheit, Hygiene? Also vielleicht mal auch ganz losgelöst nochmal von der Hardware oder vielleicht nicht ganz so teure Hardware. Gibt es einfach Dinge, wo du sagst, da sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen oder das jetzt auch nutzen, dass man hier vielleicht den einen oder anderen Zuschuss bekommt? Also, ich würde trotzdem, also auch wenn du gesagt hast, nicht Hardware, ich möchte trotzdem nochmal auf der Hardware rumreiten. Ja, okay. Es gibt natürlich echt richtig gute Bodengeräte oder auch Equipment, also wirklich gutes Equipment, was langlebig ist. Also ich würde schon wirklich prüfen, was für Reinigungsequipment habe ich im Haus, inwieweit ist es veraltet, inwieweit ist es nicht ergonomisch. Also wenn ich hier nur an Wischgeräte denke, wenn die höhenverstellbar sind, also die müssen höhenverstellbar sein, weil nicht jeder ist gleich groß, logischerweise, auch ergonomische Griffe, weil sonst haben die das alle immer in der Schulter oder auch im Rücken. Und wenn du halt große Flächen machst, wir begegnen immer wieder Reinigungskräfte, die richtig große Flächen immer noch altherkömmlich, ich sage jetzt ganz bewusst mit dem Mop, auch wenn ich dieses Wort hasse, also es ist ein Breitwischgerät, um genau zu sagen, sind zwischen, also sind hier so, hier immer in diesen Bewegungen, obwohl man das easygoing mit einer Maschine reinigen könnte. Also das ist schon nochmal Hardware. Hier Landhotel Jeckel schreibt gerade, Kosten sind 3.200 bis 4.200. Also das liegt immer natürlich an der Abnahmemenge. Genau, 24,7. Zwischenhändler ist eine Frage. Jan, dann einfach mal gucken, was die für, wie sagt man, was die für Angebote machen. Also ich kann euch sagen, dass der Fritz Pattes, dadurch, dass ich ja auf die Provision verzichte, also ich bin ganz bewusst mit der Industrie nicht monetär verbandelt. Ich weiß zum Beispiel, dass der Fritz Pattes 10% einen Mareike-Rabatt übrigens anbietet, weil ich eben auf meine Provision verzichte, dann kriegt ihr da schon mal 10% weniger. Was ihr immer machen könnt, ist verhandelt nach. Verhandelt nach und dann kriegt ihr das auch in Naturalien. Naturalien bedeutet irgendwelche Bürsten, irgendwelche Mikrofasertücher, vielleicht also irgendein Aufsatz mehr. Also handelt da ruhig. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Also so im Groben sind die um die 3,5, 3,4, sowas um den groben Dreh. So, und ansonsten, wenn wir nicht über Hardware sprechen, natürlich, wenn ich das mal so sagen darf, bildet eure Mitarbeiter aus, bildet sie weiter. Ihr könnt es bei uns machen, ihr könnt es bei anderen machen. Ich denke, wir haben mit der Housekeeping Akademie was richtig, richtig Geniales geschaffen, weil wir da einfach sehr, sehr breit abdecken können. Unter anderem wird bei uns auch demnächst werden verschiedene Webinare auch barrierefrei angeboten. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ist Also, eigentlich eine Ausbildung oder irgendein Lehrgang bei dir jetzt gerade auch förderfähig? Hast du dir da auch schon mal ja, Gedanken gemacht? Ja. also ich weiß, also ganz ehrlich, ich kann es jetzt nicht versprechen, aber natürlich sind Hygieneschulungen sind natürlich gerade auch erstattungsfähig. Lass mich vielleicht so ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr so auch zu meiner letzten Frage kommen, aber ich darf euch alle auch schon mal einladen, natürlich auch eure Fragen, die ihr da nochmal reingehabt, gehabt, schon mal vorzubereiten, entweder im Chat oder nachher gerne auch persönlich zu stellen. Ist nochmal so ein bisschen eine, ich sag mal, marketingphilosophische Frage. Wir haben ja vor 2 Wochen einen Termin zusammen mit Andreas Pfeiffer gehabt, einem Marketingfachmann, und da haben wir wunderbar eigentlich 5 oder 10 Minuten drüber diskutiert.
Ist ein Hotel eigentlich gut beraten, auch in den nächsten Wochen eine Marketingfahne hochzuhalten mit Hygiene, Hygiene, Hygiene? Oder ist sowas nicht an irgendeiner Stelle auch vielleicht sogar abschreckend? Also wenn ich so ganz persönlich mein Gefühl sage, im Hotel wollte ich mich wohlfühlen und ich freue mich über einen, du hast vorhin vom Rosenduft oder sonst was gesprochen. Und wenn jetzt ein Hotel an allen möglichen Stellen sagt, bei uns wird geputzt und gemacht und ist dies und jenes. Also kann es nicht auch gefährlich sein, in der Werbung zu viel von Sicherheit und Hygiene zu reden, sondern einfach eher zu sagen, wir sind jeher ein Hotels sind jeher hygienische, saubere, tolle Orte und wir sorgen einfach nur dafür, dass auch die nächsten Wochen und Monate unbeschwert bei uns sind und hängen es nicht so nach vorne. Also ich glaube, dass tatsächlich wichtig ist, viel über Positives zu berichten. Also was ich da auch von Andreas mitgenommen habe aus der Runde vor 2 Wochen, ist wirklich dieses, nicht immer nur zu sagen, oh, leider sind wir geschlossen wegen bekannten Gründen, sondern auch eben das anders zu formulieren und hier nicht gleich sofort dieses Hygienekonzept da so präsent. Natürlich muss es so sein, dass der Gast es findet, aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, wir reinigen jetzt besonders toll. Die Wahrheit, also sorry, nehmt es mir nicht übel, aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass in der Reinigung bislang wenig Beachtung geschenkt wurde und auch wir das Wissen nicht hatten. Also welcher Hotelier oder welche, also generell, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind in diesem Bereich nicht richtig ausgebildet. Und daher können wir es nicht wissen. Das heißt, wir müssen uns Wissen aneignen und dann unserem Gast kommunizieren. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, dass man jetzt Mords hier nur mit, hier bei uns sind sie sicher. Wer kann denn das eigentlich garantieren? Wer kann garantieren, dass wir bei uns sicher sind? Wer kann garantieren, dass man vor einer Woche weiß, welcher Gast mit welchem zusammengesessen hat? Also da bin ich total bei Luca App und Co. Also wir brauchen wirklich Maßnahmen, die das nachvollziehbar machen, weil wir sonst Personal abstellen müssten, was wir gar nicht haben. Wir können das ja gar nicht alles bezahlen, wo wir wirklich drauf schauen müssen. Hier Katja Kortmann kennt ihr ja auch alle ganz gut. Sie hat auch, könnt ihr gerne mal sie fragen, was sie für Erlebnisse hatte in der letzten Zeit mit wieder ein paar Gruppen, die halt systemrelevant waren, wo sie abends da stand und sagte hier, also weil die halt alle gebechert haben ohne Ende und wirklich immer da sagte, hey, bitte haltet den Abstand, bitte macht und tut. Wie können wir denn wirklich sicherstellen, dass die Menschen nicht ballerballer sind? Wir können Abstände einführen, wir können alles Mögliche machen, aber schlussendlich können wir es nicht 100% garantieren. Und auch diese Siegel, die an die Türen geklebt werden, wie diese Polizeisiegel, wenn irgendwie ein Mord passiert oder was auch immer, das ist einfach falsch. Wenn da steht, wir haben für sie desinfiziert, bei uns sind sie sicher, das ist einfach fachlich nicht richtig. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, wir brauchen viel Positivität, viel, keine Ahnung, berichtet darüber, was ihr macht, wenn ihr renoviert, wenn ihr chillt oder was auch immer, berichtet darüber, haltet eure Gäste am Laufen und dann, wenn sie da sind und die Gäste konkret fragen, schaut, dass alle die richtige Antwort geben und vor allem die gleiche Antwort. Egal, ob das im Housekeeping ist, ob das ein Koch ist, der draußen gerade am Buffet steht und irgendwie was gefragt wird, ob das die Rezeptionistin ist. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft, dass ihr es dann vor Ort kommuniziert. Ja, Mareike, jetzt erstmal, wir gehen gleich nochmal in die Diskussion oder auch ins Gespräch hinein, aber ich fand das erstmal so ein schönes Schlusswort, dass ich an der Stelle sage, wir beenden zumindest die Aufnahme und hoffen, dass diejenigen, die das dann über Video sehen, auch noch ein bisschen das eine oder andere mitnehmen konnten. Sehr gerne, danke schön.